Das hier sieht aus wie der ganz normale Alltag in einer Großstadt. Menschen, die zur Arbeit gehen, ins Restaurant oder einkaufen. Für jeden selbstverständlich, doch für mich unerreichbar. Obwohl es anfangs ganz gut aussah. Ich studierte an einer guten Uni, hatte viele Freunde und eine tolle Frau. Doch dann kam alles ganz anders. Schwere Depression, Psychosen, Schizophrenie. Ich konnte meine Handlung nicht mehr kontrollieren und sah Dinge, die nicht existierten. Meine Frau war zu diesem Zeitpunkt bereits mit unserer Tochter schwanger und ich wurde in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Doch es wurde alles bloß schlimmer. Ich wurde mit Elektroschocks behandelt und der Kontakt zu meiner Frau flachte immer mehr und mehr ab. Sie musste rund um die Uhr arbeiten und unsere Tochter alleine großziehen. Ich verschwand nach und nach aus ihrem Leben. Ich mache ihr keinen Vorwurf. Ich kann nur hoffen, dass es meiner Tochter heute gut geht und nicht das gleiche Schicksal wie ich erleiden muss. Thank you.
32. Die Patientin befindet sich nach einmonatigem Klinikaufenthalt in unverändertem Zustand. Es handelt sich nach wie vor um eine Art Wachkoma. Wir intensivieren nun die Behandlung und erhöhen die Medikation um weitere 50%. Mach die Augen auf. Schalten Sie die Geräte ab. Wir haben sie verloren.